Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mist Survival. Und ich muss mich hier kurz ein bisschen weiter drehen, sonst gucke ich ja von der Cam weg. So, wir befinden uns immer noch in der Stadt, haben das Motorproblem und ich glaube, es wurde gepatcht, oder? Das sieht hier so hell aus. War schon immer so hell mit der Sonne? Ich weiß es nicht. Jedenfalls haben wir momentan doch ein Motorenproblem. Und um das zu lösen. Okay, liegt jetzt überall Stuff rum. Okay, wir können jetzt gar nichts mehr tragen. Müssen wir leider zurücklaufen. Ja, das hilft alles nichts. Wir müssen jetzt zu Fuß laufen, bis wir Motor finden. Ja, ich hätte es mir anders gerne gewünscht, aber es geht leider nicht anders. Übrigens, wir haben jetzt noch knapp eine Woche mit diesem Spiel. Dann folgt so langsam der Fallout-Trip. Da guckt euch mal die Straße an. Ich meine, abgesehen davon, ich weiß nicht, wer diese Straße gebaut hat, aber die dürften auf jeden Fall nicht viel Erfahrung mit Straßenbau haben. Hier steht unser Wägelchen. Wir sind hier schön gegen eine Schranke gefahren, die nicht zu sehen ist. Die nicht mehr da ist. Danke, Spiel. Gut, die Schranke ist weg. Der Motor allerdings auch. Habe ich nicht hier hinten vielleicht noch einen Motor drinne? Oh, ich habe da noch einen Platz frei. Warum? Ist irgendwas verschwunden? Spiel. Wehe, du hast mir irgendwas weggenommen. Naja, ich habe jetzt einen Platz frei für den Motor. Sonst hätte ich jetzt keinen Platz für den Motor. Gut, wir laufen einfach mal hier in die Richtung und, es ist auf jeden Fall ein längerer Weg, das weiß ich. Leider. Abkürzen können wir, glaube ich, nicht. Hier sind überall Berge. Vielleicht finden wir irgendwo ein Häuschen, wo wir vielleicht einen Motor finden können. Können ja gerne mal hier hochlaufen. Auf jeden Fall hat mir Lord Huntington einen Tipp geschrieben. Daran habe ich nämlich noch gar nicht gedacht. Und zwar, wir haben da ja so eine verbackte Sau, ne? Ihr kennt die. Wie ist sie? Loretta oder so? Irgendwie so. Rosetta. Man weiß es nicht. Jedenfalls, backt die ja in der Ecke fest. Wir werden sie neu zuweisen auf die Hütte. Und vielleicht wird das funktionieren. Müssen wir gucken. Falls sie sich da nicht wieder in die Ecke hockt. Was natürlich ein bisschen blöd wäre. So, okay. Abkürzen können wir hier nix. Der Ton kommt und geht, wie er will. Und es wird neblig, oder? Wie spät ist das? 10:23 Uhr. Gut, es könnte neblig werden. Die Frage ist, wo war dieser Außenposten? Ich könnte natürlich jetzt der Straße folgen, aber ich habe das Gefühl, dass es da hinten irgendwo war. Ist es das schon? So weit weg sind wir anscheinend nicht vom Außenposten. Nee, das ist es. Das ist der Außenposten. Oh Gott. Wir wissen, es wurde neu gepatcht. Oder wissen wir das? Ich habe keine Ahnung, ob neu gepatcht worden ist. Was erzähle ich da für einen Scheiß? Jedenfalls, wenn gepatcht worden ist, könnte es sein, dass die Leute wieder da sind. Da oben sind unsere Motoren drinne. Fuck. Okay, da ist ein Duty. Und die kohlen wir jetzt. Surprise. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass er da um die Ecke hängt. Oder wir haben den Typen vergessen. Ein Apfel. Es gibt jetzt Äpfel. Cool. Ich will meinen Pfeil wieder haben. Mein Pfeil. Ach nicht, das ist doch nicht dein Ernst, ey. So, okay. Wir müssten den Pfeil. Ist hier noch jemand? Wenn dann da oben. So, wie komme ich da nochmal in mein Inventar rein? Übrigens, ja, ich weiß, die letzten beiden. Ach, Flashlight. Letzten beiden Tagen kam leider nichts. Ich bin derzeit wieder in der Spätschicht. Das heißt, bei mir ist es jetzt gerade auch 9:43 Uhr. Und ich komme mit der Spätschicht einfach nicht klar. Ich schlafe einfach zu lange. Deswegen tut mir leid, dass die letzten beiden Tage nichts kam. Ach, hier, Equipment da. So. Dabei haben wir nur noch
knapp eine Woche zusammen mit diesem Spiel. Und dann verliere ich auch noch 2 Tage, weil ich schlafe. Habe ich echt diesen einen vergessen oder ist er neu gespawnt? Sammeln die sich nach einer Zeit an? Wie so Ameisen, die sich dann irgendwie immer weiter vermehren? Na, hoffen wir mal, dass hier oben keiner ist. Okay. Hier haben wir eine Car Engine mit 13%. Oh. Ah, 16%. Der Burner ist was anderes, aber gut. Ich hoffe, dass wir zumindest damit nach Hause kommen, weil zu Hause haben wir natürlich noch gute Motoren. Stimmt, der Apfel. Will ich den Apfel jetzt mitnehmen oder nicht? Ach, den kriegen wir schon irgendwie wieder. So ein Apfel, der fühlt sich irgendwie unique an. Aber ist er eigentlich gar nicht. Ist nur ein dämlicher Apfel. Kriegen wir wahrscheinlich überall her. Aber wir können jetzt wenigstens nach Hause kommen. So. Hier in die Richtung war das, ne? Wir sind eigentlich gar nicht mal so weit von zu Hause entfernt. Wir brauchen, glaube ich, jetzt mit dem Auto 3, 4 Minuten und dann sind wir zu Hause zu Fuß vielleicht 10 Minuten. Aber ich will mein Auto hier natürlich nicht stehen lassen. Deswegen laufe ich nochmal zurück. Weil wir waren ja schon fast zu Hause. Aber gut, ich meine, eine Woche haben wir jetzt noch Zeit. Also ist eigentlich genau eine Woche, ne? Weil am Dienstag kommt es raus. Am Dienstag muss ich auch erst aufnehmen. Das heißt, es würde am Mittwoch kommen. Da haben wir jetzt noch genau eine Woche Zeit. Können also noch locker den Rest der Welt erkunden. Und dann könnt ihr dieses Spiel nämlich fürs 16 Uhr Video voten, wenn ihr möchtet. Wenn ihr dieses Spiel weiterhin sehen möchtet in der nächsten Staffel. Dann kann ich euch das empfehlen, auf jeden Fall zu voten. Und Votings gehen dann ab Anfang Januar wieder. Beziehungsweise Ende Dezember kommt das Voting. Was wir jetzt nächstes spielen, weil jetzt 7 Days to Die bis Dezember läuft und ab Dezember läuft ja bei mir das Winterprogramm und somit scheidet das Voting für einen Monat aus. So. Geschafft. Oh, ein Rad ist fast kaputt. Naja. Rein theoretisch kann ich den Apfel jetzt holen, ne? Nein, oh Gott, falsch rum. Komm, holen wir den Apfel. Ja. Die müssen das gepatcht haben, weil das Ding hier weg ist. Ich glaube, ab jetzt darf man in die Stadt rein. Vorher durfte man das wahrscheinlich nicht. Dann müssen die sie ja gepatcht haben, wenn das Ding weg ist, ne? Ja, ich glaube schon. Ah, ist das schön, wieder im Auto zu sitzen. Oh Gott. Ich glaube, die haben die Autosteuerung geändert. Alter Schwede. Geht ja gar nicht klar. Da ist doch nichts. Ich bin gegen irgendwas Unsichtbares gefahren. Wenn sich jetzt mein Auto umdreht, dann... Game over, Freunde. Game over. Hier ist nämlich kein Auto mehr in der Nähe, was ich nehmen könnte. So, ich nehme mal kurz den Apfel, ja? Danke. Tschüss. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall gleich umsehen, wo wir als nächstes hinwollen, ne? Ich glaube, wenn wir auf der anderen Seite des Sees ein bisschen rumlaufen, müsste da auch alles noch neu sein für uns. Was zum... Boah. Eine fehlende Straße. So, die Leute sind die hier zurück? Ja. Die Leute sind zurück. Das heißt, die haben vielleicht den Bug gefixt, dass die Leute nicht mehr abhauen. Wenn man sie spawnen lässt und dann einfach abhaut. Hatten wir ja letztens, dass wir eingeschossen worden sind und weggefahren sind. Als wir wieder gekommen sind, waren sie weg. Das haben die gefixt. Wenn sie das gefixt haben, dann müsste jetzt hier ein Schuss fallen. Ja, da, guck mal. Hallo. Okay, das haben die gefixt. Sehr schön. Immerhin.
So, wir müssen beim umgedrehten Auto müssen wir rechts abbiegen. Gibt es hier noch ein umgedrehtes Auto? Ich glaube, wir fahren jetzt hier schon rechts. Ja, da ist unser Zuhause. Ah, trautes Heim, Glück allein. Huh. Das war ein Abenteuer, Leute. Das war ein Abenteuer. Wir sind zurück. Keine ungebetenen Gäste, prima. Park mal hier schön neben dem Auto, neben dem Haus. Ja, nice. Hast du mich erschrocken? Okay, wir gucken mal, ob der Bug gefixt wurde. Nein, okay, sie hängt da immer noch rum. Das heißt, wer ist die Kate? Haben wir Kate? Ach, wir haben Kate ja genau im Lager, da ist sie. Kate. Building Permission. Man kann sie also nicht rausholen, oder was? Habe ich Kate rausgeholt. Rachel. Man kann die da nicht rausholen. Sie hat jetzt einfach keine Erlaubnis, irgendwas zu bauen. Cruelest. Ah, okay. Ich kann denen sagen, dass sie diese Räume nicht betreten dürfen. Oder dass sie diese Räume betreten dürfen. Ah, vielleicht wird das den Bug fixen. Das hier ist mein Zuhause, ne? Das heißt, Rachel darf dahin und hier darf Scott und Kate hin, weil Scott und Kate sind ein Paar. Okay, wir geben ihr mal die Permission, überall hinzugehen. Nein, hey, nein, der große Raum ist mein Zuhause, ne? Oh Gott. Fast verkackt. Das ist mein Zuhause. Hier, weg mit euch. Okay, Rachel, du darfst da rein. Und hier kommt aber Scott und Kate hin. So. Guck mal, dein neues Zuhause. Hier, da. Da ist sogar ein Schlafsack für dich drin. Ist das nicht nett von mir? Ah? Ah? Ach Mann, was kannst du überhaupt, Kate? Ich weiß gar nicht, wozu ich dich hier habe. Na gut. So viel zum Thema Kate. Ja. Können Sie nicht aus vom Zuhause rausschmeißen? Ich könnte neues Zuhause nehmen und dann wieder herkommen. Aber na gut. So, wir haben ein volles Inventar. Mit einer Milliarde Sachen. Erstmal die ganze Munition. So. Mach die verdammte Tür zu. Du lässt die Zombies rein. Meine Güte. Hey, kein Wunder, dass die nicht alleine überleben können. Hier, ich habe auch schicke Westen für dich. Willst du eine Weste? Kannst du gar nicht tragen. Ja, zieh dich. Doch, kannst du. Kannst du. Hier hast du eine schicke Weste. Bitte schön. Kann ich dir das hier hinlegen oder ziehst du es einfach an? Alter, mach doch die Tür zu, ihr lasst die Zombies rein! Meine Fresse! Wie könnt ihr nur ohne mich überleben? Ich weiß es einfach nicht. Ja, jetzt geht nach oben. Wie sieht's aus mit Kate? Na ja, klar. Wieso sollte das mit ihr auch funktionieren? Okay, haben wir noch mehr Munition? Nee. So, dann haben wir hier mein ganzes Trinken gebunkert. Hier haben wir ein bisschen Essen. Hier kann noch eine Cola hin. Ja, müssen wir nochmal so eine Abteilung für Essen machen. Ich hoffe, ich kann das anbauen. Das wäre echt cool. Zombie, lass mich in Ruhe. Ich habe zu tun. Wehe, du versuchst hier irgendwas. Mein Auto, ich muss mein Auto direkt davor stellen, ey. Einfach überall so ein Auto hinstellen und dann ist gut. Okay, so viel zum Thema, wir haben gute Motoren. Wir haben Scheißmotoren, haben wir. So, Hunting Arrow. Oh, ich lass dich mal hier drin.
Kommt mir das nur so vor oder ist der Sound lauter geworden? Oh mein Gott. Vielleicht nur auf meinen Ohren. So, ich mach mal ein bisschen leiser bei mir. Vielleicht, ich weiß nicht, ich höre gleich mal rein. Hier hat sich einiges anscheinend verändert. Bandagen. Irgendwelche Dinger. Wieso ist hier alles noch kreuz und quer? Was soll das? Wieso ist da ein Reifen drin? Wieso zur Hölle ist da ein Reifen drin? Hat's aufgehört? Nein. Da liegen noch meine 1 Milliarde Flaschen. So, okay, das passt da auch noch rein. Das kommt sowieso in den anderen Schrank, ne? Genauso wie die Waffen, die ich hier habe. So, Waffen, Zeugs, Trinken. Erstmal hier für ein bisschen Ordnung sorgen. Oh, wie viel Zeug wir gefunden haben. Damit können wir richtig viel Eisen machen. Heilige Scheiße. Habe ich eigentlich schon so eine Weste an? Ich glaube schon, ne? So, die Crowbar ist ja ein Teil, was ich immer mitnehme. Die beiden Sachen nehme ich immer mit. Die Waffen hier nicht. So, Boost. Das Boost. Das kommt natürlich auch hier rein. Das deckt natürlich nicht. Schade. So, Klebeband. Kann von hier aus nicht auf mein Auto zugreifen, oder? Vielleicht, wenn ich es näher dran getan hätte. Ich will nur kurz zu meinem Auto. Zocke ich hier 8 Minuten lang rum, weißt du, währenddessen draußen Zombies rumlaufen. Ja, cool, ich konnte nicht mal alles aufsammeln. Verzieh dich. Okay, das haben sie also noch nicht gefixt. Ich weiß nicht, wann es aufhört. Die Musik hört einfach auf. So, wir haben hier extrem viele Schokoriegel noch. Ach du Scheiße, ey, wo soll ich denn das ganze Zeug hin tun? Die Autosachen müssen wir sowieso noch umtransportieren. Habe ich Hunger? Ich bin durstig. Okay, die Flasche ist schon mal verbuggt, geil. So, wo ist ganz wenig drin hier? So, die Flasche kann raus, somit kann da noch ein Schokoriegel rein. So. Verzieh dich! Hier gibt es nichts zu holen. So, die Flasche kommt dann hier in die Ecke. Jetzt müssen nur noch die Zombies abhauen und dann können wir den Rest reinlegen. Und wir müssen die Colas zu Ende trinken. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So viel Zeug zum Saufen. Da muss man erstmal alles wegkriegen. So, noch mehr Verbände. Munition. Sehr schön. Licht. Stimmt. Ich habe dieses wirklich einzigartig tolle Licht gefunden. Energie required 50 Units. Okay, wir müssen irgendwie noch Energie herstellen, damit wir Licht machen können. Jetzt hört es auf. Steckt in den Baumstamm fest. Das geschieht dir recht, Junge. Das geschieht dir recht. So, jetzt müssten wir alles mitgenommen haben, ne? Ah, noch mehr Essen. Verhungern werde ich erstmal nicht, bis es vergammelt. Wir müssen uns also erstmal keine Sorgen um Essen machen. Passt hier irgendwo noch was rein? Ja, ich habe hier noch einen Essensplatz übrig. Juhu. Ja, dann komm mal mit hier. Kommst du hier nämlich hin? Ja, keine Ahnung, dann packe ich hier die oberen alle voll mit Essen oder was? Ich meine, ich werde jetzt nicht alles umräumen, dazu bin ich viel zu faul. Aber eines Tages wird da oben alles voller Essen sein. Oder ich habe einen Kühlschrank. Vielleicht bauen sie irgendwann einen Kühlschrank nach, wer weiß. So.
Okay, Flaschen. Die Flaschen waren hier. Das stackt sich nicht. So, Zombies, würdet ihr jetzt bitte irgendwie, keine Ahnung, abhauen? Wäre das eine Option? Wieso kann ich eigentlich meine Garage nicht zumachen? Oh Gott, hier liegt ja auch noch alles rum. Und das Huhn. Ach Gott. Was hier nicht alles rumliegt. Okay, Waffen. Na, da ist noch ein guter Motor. Ich hab so wenig Platz. Was soll ich machen? Hier ist jetzt auch alles voll, ne? Ja, wir produzieren gleich ein bisschen Eisen und dann machen wir uns keine Ahnung irgendwas. Hier ist sogar noch eine Dose. Ja, komm, die trinken wir. Ich höre einen Zombie direkt neben mir. Er soll was essen. Eine Machete. Soll ich die mal testen? Will die eigentlich nicht aus der Hand legen, aber gut. Hier nehmen wir das Messer weg. Da finde ich die Axt ehrlich gesagt besser. Was hast du denn alles verloren, sag mal? Also ich muss sagen, die Axt ist da besser. So, dann werfen wir das Messer hier einfach mal hin. Ach Gott. Weg mit dir, was soll denn das? Ich will nicht noch mehr Loot. Ich weiß nicht, wohin mit meinem jetzigen Loot. Du kannst mir doch nicht einfach noch mehr Loot geben. Ach, hier haben wir auch noch elektrische Bauteile. Ja, alles ist hier verteilt. Okay, packen wir das Zeug auch nochmal hier hin. Okay, gehen wir mal rein. Also wirklich viel machen meine Leute nicht derzeit. Irgendwie sind die einfach nur im Haus und freuen sich dann Keks. Klar, sie können für mich arbeiten, wenn ich etwas brauche. Aber da endet auch schon der Sinn des Ganzen, ne? Ich meine, wozu gebe ich denen Waffen, wenn die hier einfach nur rumlaufen? Ohne mir irgendwie großartig zu helfen. Wir brauchen die auch nicht meine Waffen. Nur mal so gesagt. So. Ja, komm, Nägel können auch noch hier hin. Ah, es hat ja nicht aufgehört. Wir können weitermachen. Halleluja. Ja gut, wir sind jetzt sowieso fast fertig. So, geht raus spielen, Kinder. Das Auto sieht besser aus, oder? Gott, kommt mir das alles nur so vor. Ich weiß nicht, ich habe übrigens keinen Timer gestartet, weil es ein bisschen uncool ist. Aber ich denke, wir sind jetzt fast mit der Zeit durch. Ich werde jetzt hier noch auf jeden Fall dieses Zeug hier reinlegen. Ja, weil ich mehr als genug davon habe. So, komm. Wir haben hier so viel drin. Und in der Stadt, in der wir waren, liegt da auch noch so viel rum. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. So, geben wir nochmal hier davon ein bisschen was. Nein, das ist ein Vierer-Stack. So, vier, drei, ein noch. So. Das wird jetzt erstmal alles schön zu Eisen gemacht. Und dann haben wir nämlich Eisen ohne Ende. Guckt euch das an. Dann haben wir 24. Zack, zack, zack. 36 Eisen. Also, ich will ja nicht behaupten, dass das mehr als genug ist, aber das ist mehr als genug. So. Was wir damit machen, ich weiß es nicht. Das erfahren wir höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge. Ich hoffe, wir haben die 20 Minuten durch und ja, morgen mit Timer und so, dann weiß ich auch, wie spät das ist. Haut rein, euer Zero. Tschüss.